dann gibt man sich eben einer ganz, ganz neuen Bestimmung hin. Liebe Freunde eines guten Tropfens, ich begrüße Sie zur Weinprobe hier im Klosterstübchen der Abtei. Maria, hilf, mein Glas ist leer. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Mixa, Walter Mixa. Ja, ich bin's, der böse Erzbischof. Ja, ich arbeite jetzt hier als Weinverkoster. Das ist so eine Marotte von mir. Ich habe ja immer meine Hobbys zum Beruf gemacht. Erst die Kinder und jetzt der Wein. Ja, so, als erstes probieren wir eine 98er Pfälzer Prügelknaben aus. Abgang auf das erzieherische Kribbeln in ihren Fingern. Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Ja, das habe ich ja schon gemacht, aber ich will sie ja nicht anlügen. Ich war ja immer nur ein einfacher Trinker im Weinberg des Herrn. Ich war der Rottweiler Gottes und der intellektuelle Großmasturbator. Aber jetzt hat die katholische Kirche mich hinterhältig verraten, so wie Jesus Christus und Farid Mondragon. Ja. Ja, früher, da war die katholische Kirche mal eine mächtige Organisation, die sich alles untertan gemacht hat. Fremde Länder, die eigene Haushälterin, die kleinen Messdiener. Aber wenn jetzt jeder Missbrauchsskandal aufgedeckt werden soll, ja, dann haben wir doch bald in jedem Gefängnis einen ganzen Trakt nur für Priester. Da wird in der Gemeinde getuschelt. Ja, wo ist denn unser Pfarrer? Indominus Alcatraz. Und in Stuttgart-Stammheim haben wir dann einen Hochsicherheitstrakt für die RAF. Die römisch-katholische Analfraktion. Und was macht der Papst? Erlaubt neuerdings Kondome bei Strichern. Gibt's ab sofort in jedem Wallfahrtsladen. Vatikan feucht, nur echt mit der Dornenkrone. Ja, wir brennen hier im Kloster auch einen ausgezeichneten weichen Weinbrand. Zart wie Kinderpopo. Wo einem so viel Unschuld wird beschert. Das ist schon ein Asbach Blutjung wert. Haut drauf und weg den Scheiß. Mein Gott, Benedikt der 16., das Frettchen des Herrn, dumm wie eine Rolle Oblaten und umgeben von servilen Höflingen, kriegt angeblich nicht mit, dass der Pius-Bruder Williamson den Holocaust leugnet. Klar hat der Holocaust stattgefunden, aber er hat die Falschen erwischt und nicht zum Beispiel die Alt-68er. Ja, und jetzt jammert Benedikt darum, er hätte sich im Internet zu wenig über die Pius-Brüder informiert. Hallo? Der ist doch den ganzen Tag im Internet. Schüler-VZ, Knuddels.de und bei eBay aufblasbare Kaplane bestellen. Aber der Gipfel allerdings war der Weltjugendtag hier in Köln. Benedikt und Joachim, der zum Lachen in den Keller geht, Meißner, ließen sich wie zwei frisch vermählte Schmuchkel über den Rhein schippern. Ich bin ja der Letzte, der was gegen Homosexualität hat, aber doch nicht mit so alten Knochen. Da haben wir doch in der katholischen Kirche doch ganz andere Möglichkeiten. Ich sag nur, Priesterseminar. Naja, ist ja auch egal. So, und zum Schluss unserer Weinprobe verwandeln wir Wasser in Wein. Ja, und dann gehen wir über zum gemütlichen Teil. Wir steinigen die Ungläubigen und die Frauen aus der Vormittagsführung.
bello ministrante bibere. Man kann sich die Messdiener auch schön saufen. In vino veritas vincere.